liebe Mutter, schicke mir dein schon. Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Oh, das ist nicht gerade ein Sängerknabe. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen ich müssen in Blut kind. Und Furcht getauft werden. Hallo. Liebe Mutter. Ja, ja, du kannst aufhören. Meine Gebete wurden erhört. Ist alles in Ordnung? Es hat geklappt. Im Oberstübchen. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer das Sakrament. Und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Sakrament. Ein Meuchelmörder der dunklen Bruder. Halleluja. Tut mir leid, Junge. Komm bald wieder. Schweigen. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag... Ich mach mal auf ein Mysterienspektakel. Meine Mutter, sie ist gestorben. Wow, der hat da eine Rinderhälfte. Ich bin ganz allein. Alten sie haben Schinken. Mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Wessen Frau. Wessen Knochen sie sind denn das? Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber Grelot. Sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Oh. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. So undankbares Bla. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot die Gütige töten. Boah. Na servus. Naja, daran muss ich mich jetzt gewöhnen. In der dunklen Bruderschaft geht es rauer zu. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Ein Kuss, liebste Mutter. Heilige, was ist das für ein Körperteil? Ein Herz! Menschenfleisch! Du perverser kleiner Wicht. Fängt ja gut an mit dir. Sollte dir eines mit dem Bügeleisen überziehen. Da liegt eine Notiz. Brief des Vogts. Meister Aventus Aretino. Jarl Ulfric Sturmmantel sendet euch sein tiefstes Beileid zum Tod eurer Mutter Nalia. Oh, unglücklicherweise kann euch der Jarl nicht unbeaufsichtigt in eurem Heim belassen, da ihr vaterlos und ohne andere bekannte Verwandte seid. Daher werdet ihr aufgefordert, euch innerhalb der nächsten Woche beim Waisenhaus Ehrenhall in Riften zu melden, wo ihr bis zu eurem 16. Lebensjahr verbleiben werdet. Dann dürft ihr den Führerschein machen und wegfahren. Die Aretino-Residenz in Windhelm wird natürlich in eurem Besitz bleiben. Das Gebäude wird abgesichert und in 6 Jahren für eure Rückkehr bereit sein. Ah, ihr habt es schon vorher in Besitz genommen. Ich bin mir über das Maß an Bildung, das euch eure verstorbene Mutter vermittelte, nicht im Klaren und weiß nicht, ob ihr diesen Brief zu lesen vermögt. Na, meine Mutter hat mir nur andere Sachen beigebracht. Daher wird ein Vertreter der Stadtwache sich in einer Woche bei euch zu Hause melden und euch zum Waisenhaus begleiten. Hoffentlich wird seine Ankunft dann keine absolute Überraschung für euch sein. Mit größtem Respekt, Your Life, Vogt unseres edlen Jarls Ulfric. Den gibt's nicht mehr. Der hat schon mein Schwert im Gedärm. Bereits, ja. Was ich sagen wollte, eure Mutter hat euch das Lesen gelehrt offensichtlich, aber ihr habt daraus nicht das Beste gemacht und die falschen Sachen gelesen. Wie es aussieht. Wieso schreibe ich eigentlich ihn mit sie an? Es ist auch nur so ein Knabe. Ein Sängerknabe. Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auch... Ah, schnell raus! War knapp. Rein und raus gehen, das stopft dir das Maul. Wow, das ist sogar ein Hauptquest, ja. Grelot. Wo ist die gute Grelot in Riften? Ja. Hin und her geht's da. Hoffentlich ist Riften auch schon wieder aufgebaut. Nach dem Chaos, das ich angerichtet hatte. Heißt es jetzt eigentlich Rifton oder Riften? Dieser Ort hat Rifton. Ihr schlagt da einen falschen Rifton mit mir an. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Das sagen sie alle. Wo ist jetzt
Natürlich, das ist auf der anderen. Ach so, da ist eine Brücke. Okay, ich dachte, ich muss jetzt ganz rumlatschen. Schmetterling. Vielleicht liegt es an meinem Nordblut. Honor Hall, Orphanage. Aha. Das Waisenhaus. Uiuiui. Mal sehen, ob die Grelot so gütig ist, wie ihr Name vermuten lässt. Oh, da geht ja gut los. Ja, Lot. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch gehört Adoptionen. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner. Nix gibt's. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr immer hier bleiben. Bis zu dem Tag, an dem ihr volljährig werdet. Und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Ja, eben. Und was sagt ihr? Da hat sie eigentlich recht. Wir lieben euch, Prelot. Danke für eure Güte. Schon besser. Und jetzt kommt euch, ihr Gossenblagen. So schlimm ist sie auch nicht, oder? Weil sie hat hier eine falsche Hüfte, oder? Nee. Ich dachte, ihr Hüftgelenk ist etwas. Ich habe wirklich Angst vor Prelot. Nach der Flucht von Aventus war sie ganz schön sauer. Was wollt ihr? An dem Tag habe ich die doppelte Kraft zu ihr bezogen. Oh, was sagst du? Moment, gleich komme ich zu euch. Bitte, mein Herr, ihr müsst mich hier rausholen. Seit Aventus ausgerissen ist, ist Grelot gemeiner als jemals zuvor. Grelot, die Gütige, ist die fieseste Person in ganz Himmelsrand. Wirklich? Naja, nur weil sie euch nicht rauslässt? Da draußen ist wirklich eine schreckliche Welt, glaubt mir. Mami und Vater bald ab. Seit dieser Aventus weg ist, du bist ja so unglaublich wütend. Begünstigt mit dem Namen hier, oder? Dann habt ihr Pech. Grelot wird es nicht zulassen, dass einer von uns Meine adoptiert Eltern haben wird. Mich vor einem Jahr ganz besonders nicht. Ja, jetzt halt's doch alle die Klappe, Mensch. Was haben sie gesagt? Konstanze Michel. Seid ihr eine Schlagersängerin? Das klingt so. Der beste Sohn ihr solltet Zeiten. Wirklich nicht hier drin sein. Wieso nicht? Ja, leider. Selbst die Leute in der Stadt nennen sie schon Grelot, die Gütige. Ihre bloße Existenz ist sowas wie ein Dauerwitz geworden. Grelot führt das Waisenhaus, weil sie alt und festgefahren in ihren Gewohnheiten ist und keine Ahnung. Naja, sie ist ein bisschen muffig. Diese Kinder brauchen Liebe und Trost. Frustriert. Sie sollte mal so richtig. Sie bräuchte Aber einen schönen Durchstoß leid, mal, nicht? Dann, die Kinder sind nicht dann geht's wieder. Vorgesehen und es ist grausam, ihnen Hoffnung zu machen. Außerdem mag Grelot keine Besucher. Auch nicht der dritten Art. Wenn es sonst nichts mehr gibt, muss ich euch wirklich bitten. Ah, geh mir aus dem Weg. Ich wurde nach dem Bullen eines Löwen benannt. Wisst schon. Ja. Wirklich? So, wir haben etwas zu besprechen, meine Liebe. Was wollt ihr? Ihr habt hier nichts zu suchen. Die beste Grüße von Aventus Aretino. Aretino? Dieser kleine Dreckskerl. Sagt Frau. Ihm, ich komme ihn sie holen. Und dann setzt es was, das ihm Hören und Sehen vergeht. Könnt ihr euch das vorstellen? Oh Gott, ich muss sie killen. Das ist doch Overkill. Ich will sie doch nicht killen. Oh Gott. Oh! Das ist Kalo. Wow, da kommen sie alle rein. Schau dir das an. Und die ist ganz aufgeregt. Schau, wie sie rumflitzt. Genug, genug. Ich ergebe mich. Ich tue dir doch nichts. Sorry. Ah! Oh, was machst du auf der Gütigen? Schweinekinder. Wow. Die Schweinekinder. Nicht mal der älteste Dunkelelf, das könnte ich sein. Vom Berg Dagoth Ur oder der älteste Weise, das könnte auch ich sein. Im Königreich von Einsamkeit selbst kann sich an eine Zeit erinnern, in der die Orks unser schönstes Tamriel verwüstet haben. Ah, bla bla. Das ist lang. Das Gold nehmen wir mit, braucht sie nicht mehr. Geh runter von der Gütigen. Doch. Ei! Autsch! Hey! Jammert nicht rum, Kinder. Ich habe euch die Gütige vom Hals geschaffen. Das hat Grelot getötet. Grelot ist tot. Jetzt schießt da nicht so rum. Ich tue dir doch eh nix. Wie sie alle jubeln. Mensch, das ist ja furchtbar. Haarsträubend.
soll ich machen? Des schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Habe ich jetzt schon was für einen Mardesi? Unser geschätzter Kunde, darf ich glaube, ich habe einen edlen Schmuck zeigen. Seht es euch an. Goldener Diamantring kann ich dir verkaufen. Du armer Schlucker. Und ein paar Amethysten gehen sich auch noch aus, siehst du? Hast du den Salat? 5 Amethysten. So, und jetzt bastel was draus. Landläufer. Ah, der schmiedet schon wieder. Nichts Neues hier in Riften. Na, dann gehen wir wieder. Berichte Aventus Aretino. Windelhelm. Puh. Das war nicht ohne. Ich meine, sie war nicht gerade die Gütige, aber den Tod hatte sie auch nicht verdient. Jetzt finde ich schon wieder nicht hin. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau? Ach, jetzt lang. Immer diese Gaunerzinken, seht ihr das? Da habe ich ein Buch gefunden, also innerhalb von... Ich habe vom Tod genug für 3 Leben gesehen. Von Skyrim natürlich, habe ich ein Buch gefunden, da stehen alle diese Zeichen erklärt. Ich glaube, das heißt, da ist was zu holen. Und da steht auch, ob oft wer daheim ist oder so. Das kann man alles aus diesen Zeichen ablesen. Und? Grelot die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon... Sie ist tot. Ich wusste, dass sie... Oh. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle... Ich sollte dich auch gleich meucheln. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. Hast du ein Glück, dass das ein Quest war. Erbstück hinzugefügt. Was für ein Erbstück? Brauche ich das? Das könnte ich... Ja, das könnte ich in... Wie heißt der? Delvin. Oder so ähnlich. Ich glaube, er hieß Delvin. Tja, jetzt bin ich missionslos. Jetzt muss ich warten. Hey, schau, dieses blaue Palastsymbol oben auf dem Kompass, das sieht sehr eigenartig aus. Jetzt muss ich warten, bis ich von der dunklen Bruderschaft kontaktiert werde, ob meiner Schandtaten. Mach mal inzwischen was anderes, ne? Da, 2 makellose Saphire. Okay. Frostsalze. Den Einwohnern von Jarlmarsch würde ich auch gern helfen, ja, aber... Wie? Tomilia. Was ist mit der Tomilia? Muss ich mich mit dir unterhalten? Nicht wirklich, oder? Ups. Probier's halt. Das heißt... Gott! Zurück nach Riften. Natürlich. Da zur Diebesgilde. Da kann ich gleich das Familienerbstück loswerden, hoffentlich. Vielleicht meldet sich inzwischen die dunkle Bruderschaft. Unmöglich ist es nicht. Ich weiß nicht, wie schnell die reagieren. Kann ich jetzt nicht sagen. Ist sie schon etwas offener? Ist sie immer noch so zugeknöpft? Nur zu. Wenn du makellos wärst, würde ich dich mitnehmen. Hallo. Was kann Saphir für euch tun? Hört mal, ich kenne euch doch gar... Was kümmert es euch überhaupt? Wir sind schließlich nicht verwandt. Das ist nur ein Geschäft. Da sind die Sachen, die ich Delvin übergeben habe. Das könnte ich jetzt alles wieder mitnehmen und nochmal verkaufen? Wow, ist das riesig. Ist das wahr? Kann ich das jetzt nochmal mitnehmen und verkaufen? Das gibt's doch nicht. Naja, egal.
Ich will das nicht exploiten. Von dem halte ich ohnehin nicht viel. Dieses Farming von Sachen. Alles nicht meins. Nun, ihr scheint euch hier unten gut einzufügen. Ich kann komm, euch komm, ich stehen alle auf. Gildenrüstung einzutauschen. Welches habe ich so einen Geruch sein? An mir oder was ist es? Natürlich. Sonst wäre es ja keine großartige Belohnung, oder? Da hat er schon wieder diesen Tonfall drauf. Mehr als das Original. Vertraut mir. Rifttonfall. Ich besitze meine alte Rüstung nicht mehr. Nicht für euch. Kommt wieder, wenn ihr mindestens ein Teil habt. Ein Teil? Arbeit. Ich habe ein Teil. Wer sagt das? Ah. Ich habe immer noch eine ganze Reihe Aufträge. Wenn ihr euch das kann ich ihm nicht verkaufen. Könnt ihr mich unterrichten? Bleibt an meiner Seite. Dann wird niemand eure Anwesenheit auch nur ahnen. Oh, das ist teuer. Aber es muss sein. Hey, der redet noch und ich höre ihn gar nicht mehr. Ihr müsst ihr was hat geholfen. Ich habe vielleicht Arbeit für euch. Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber außer der Reihe Arbeit. Überleben. Scheiße, jetzt habe ich den Gildehandschuh nicht dabei, oder? Was wollte ich jetzt? Ne, ich drücke andauernd die falschen Knöpfe. Ich wollte es nachsehen, ob ich diesen Gilden... Ne, den habe ich abgelegt. Scheiße, da muss ich zurück ins Briesenheim. Oh Gott, das ist ein Hin und Her. Mir egal, ob ihr der beste Freund des Gildenmeisters. Ja, ja. So, jetzt werden wir wieder in Gesundheit investieren. Es muss sein. Das letzte Talent habe ich mir auch schon aufgehoben. Aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Adept, das geht alles noch nicht. Ich bräuchte 100. Blitzschaden will ich nicht. Flammenmeer, das höchstens. Flieht das Ziel? Ja, scheiß drauf. Ob es flieht oder nicht, mehr wurscht. Wenn es eine niedrige Gesundheit hat, an wen kümmert's? Beschwörung wäre vielleicht nicht schlecht, aber da fehlt mir noch einiges, gell? Erfordert 25, erfordert 50. Oh Gott. 50. 70. 40. Geht auch nicht. Ja, geht heute irgendetwas? Es ist immer dasselbe. Ich bringe meine Talentpunkte nicht los. Das ist auch selten. Ich will nicht schießen. Ich will schießen. Aber nicht kämpfen mit dem Schwert. Pfeile zurückholen. Schnellschuss. Meisterschuss. Naja. Eigentlich auch nichts dabei für mich, wenn man es genau nimmt. Schleichen vielleicht, ha? Huh? Du bist beim Schleichen 30% schwerer zu entdecken. Einhandwaffen mache ich nicht. Ich ertrage keine Rüstungen. Wenn du beim Schleichen sprintest, machst du eine Vorwärtsrolle. Ich möchte lieber eine Schaumrolle. Das 15-fache des normalen Schadens. Oh, das wäre gut für den jetzigen Quest mit der dunklen Bruderschaft. Vielleicht Taschendiebstahl, ha? Huh? Was mache ich mit Taschendiebstahl? Ich mach das ja nicht. Eigentlich. Aber ich habe so viele. So, jetzt habe ich beide verbraten, ich Depp.
Was soll's?